Hallo, da sind wir wieder. Ja, schön wird's heute. Wir wollen nämlich ins Kloster rein. Ja, warte, Entschuldigung, erstmal herzlich willkommen zurück bei Diablo 2. Wie gesagt, wir wollen ins Kloster heute rein, wollen da ein bisschen Spaß haben, uns den Horadrimalus holen. Zumindest ist der Plan, hier diese Quest zu beenden. Und ich würde sagen, erstmal verteilen wir hier unsere Punkte wieder fleißig. Wir haben ja ständig Mana-Probleme, also ist es ganz klar, die Punkte gehen ins Mana. Und ich würde vor allem, da wir nochmal die Punkte auf Level 3, bis Level 30 wieder zurücksetzen können, mal nochmal 2 Punkte hier in Wärme reinmachen. Dadurch generieren wir oder regenerieren wir schneller Mana. Ich denke doch, das ist es wert. So, Schwarzmoor, da können wir direkt hier rüber. Hier geht es nämlich weiter. Ist jetzt übrigens wieder mal eine neue Aufnahme, wie man sieht. Hier sind wieder Monster. Wie hieß er gerade? Blutblaue der Kle Ich hab's gerade vergessen. So, ich hab's gerade nicht lesen können, wie der Vogel hieß, aber er ist weg vom Fenster. Leichter Mana-Trank, leichter Heiltrank. Nochmal, nochmal. Den Krummsäbel können wir aus Geldgründen mal einfach mit. Oh, wir haben so viele Tränke. Schön. Wir hatten die ganze Zeit Probleme, zu wenig Tränke zu haben. Und jetzt haben wir ein bisschen was. Das gefällt mir schon ganz gut. So. Das Schöne hier an dieser Map ist, sie ist sehr linear. Wir brauchen nicht lange suchen. Hier ist, was ist das hier? Grube. Hier ist nochmal wieder ein Sondergegner. Nee? Alle normal. Doch, alle normal. Ich sah gerade so aus, als wäre das ein Sondergegner. Weil es eine andere Farbe hatte. Aber war wohl doch alles ganz normal, wie man es kennt. Alles langweilig, 0815. Ampliser macht gerade ganz schön Schaden. Hier, sie ist aber Sonder. Hallo. Na komm. Faul Witwe der Jäger. Und ein Jagdbogen. Hallo. Und ein Knochenstab. Das könnte was für unsere Zauberin sein. 1 zu Eisrüstung. 1 zu Eisblitz. 1 zu Feuerblitz. Max Haltbarkeit. Schaden und Toten. Dreifach gesockelt. Ja. 18 Angriffswert. 2 bis 6. 1 bis 5. 1 zu Max Schaden ist ja egal. Und 18 Danke, Angriffswert. danke. Ja, komm. Gönn dir. Oder ich gönn's dir, so. Auch mal ein paar Tränke hier vernichten. So, und weiter geht's. Ihr seid auch gleich mit fällig. Die dunklen Schleicherinnen hier, die sind einfach zu vernaschen tatsächlich. So, nicht genug Mana, das kriegen wir auch geregelt. Irgendwie bin ich. Hä? Ich bin doch im Tamo-Hochland, oder? Und Tamo-Hochland war doch immer rechts rum zum Kloster, oder nicht? Ich muss sagen, normalerweise, ich laufe hier halt immer nur einmal lang pro Schwierigkeitsstufe. Also ich mache hier keine Runs, wo ich hier lang laufe. Weil es sich einfach nicht lohnt. Deswegen kenne ich hier vielleicht nicht jede Map-Konstellation, aber eigentlich müsste ich genug gesehen haben, um zu wissen, dass es immer rechts rum ist. Vielleicht habe ich ja doch recht, weil der Weg ja hier auch lang geht. Wir folgen einfach dem Weg. Müssen wir auch ankommen. Aber normalerweise ist das einfach nur am Rand lang, zack, bist du da. Seltsam, seltsam, seltsam. Das ist wirklich strange tatsächlich. Na, kommt her. So, und tschüss. So, wieder ein bisschen Geld. Und tschüss. Danke, Ampliser. So, komm, hier muss er jetzt einfach. Ja, ich wollte gerade sagen, hier ist die Klosterpforte. Sehr schön, hier ist der Eingang. Das Kloster an Dariels. Nicht genug Mana. So, und ciao. So, nicht genug Mana. Mana-Tränke werden langsam wieder rar. Ich habe endlich genug Tränke. Ich habe keine Probleme mehr mit Tränken. Was war das gerade noch? Du hast genug Tränke? Ja.
zu früh gefreut, sage ich dazu nur. So, die Yetis, die haben eine natürliche Kälteresistenz. Deswegen gehe ich da mal lieber mit Feuer bei. Es ist etwas effektiver. Weil auch wenn da nicht drin steht, Kälteresistenz, die haben, kriegen nicht so viel Schaden durch Kälte tatsächlich. Das ist aber bekannt. So, den Wegpunkt äußeres Kloster haben wir schon mal. So. Das passt auch. In den meisten Fällen ist es hier lang. Es kann aber auch nach oben lang sein. Also quasi links lang. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen ist es hier so mittig einfach durch. Wobei, das ist jetzt tatsächlich ohne Gewehr, weil das kann eben halt auch anders sein. So. Mal gucken, was es heute ist. Ja, okay, es ist also der andere Weg. Und weißt du, jetzt habe ich so die Schnauze aufgemacht. Ja, die Map ist immer so und so. Und jetzt ist das gleich wahrscheinlich diese eine von 1 Million Fällen, wo es dann unten lang ist. Weil dann raste ich, glaube ich, aus. Weil dann fühle ich mich persönlich verarscht vom Spiel. So, ich habe schon wieder keine Mana-Tränke. Oh, da war ein Juwel. Schon wieder keine Mana-Tränke, aber wir haben hier direkt den Wegpunkt, also alles easy. Wir gehen mal eben kurz in die Stadt und holen uns ein paar neue Pödel. Jägerin. So. Guten Tag. Identifizier mal bitte. Dankeschön, Deckard. Oder Mr. Kane. Guten Tag. So, den Stab. Ja, ist ganz nett, aber ciao. Na, bringt leider auch wenig Geld. 3 zu Energie. Ist zu wenig. Ah, komm, für Notfall packe ich mal lieber so einen Trank rein. So, und tschüss. Naja, es ist immer gut für Notfall, einen Regenerationstrank zu haben, weil er halt eben instant heilt. Dass, wenn man kurz vorm Sterben ist, sich den wenigstens mal kurz eben reinpfeifen kann und dann nicht stirbt. Gerade bei Hardcore ist das, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Rat. Den man auch beherzigen sollte, tatsächlich. Andernfalls kann die Reise schneller enden, als einem lieb ist. So, hier, komm her. Gut, wobei das bei einer Schärpe natürlich blöd ist, weil wir nur 2 Slots haben. Das ist nicht ganz so cool. Weil wir benutzen dann einmal den Trank und schon ist der freigelegt. Gehärtetes Leder. Ätherisch. Da bin ich gerade kurz aus Versehen rausgetappt. Jetzt haben wir 27, 33. Zusätzlich noch 11, 1 zu Stärke. Stärke ist für sie nicht ganz so wichtig. Deswegen ätherisch geht bei ihr nicht kaputt. Danke. Da geben wir ihr den. Wir haben 24 gesockelt zweifach. Solange wir da nichts drin haben, können wir den nehmen. Und dann ist erstmal alles tutti. Hä? Ey, jetzt ernsthaft, ich habe die Fresse aufgemacht und dann ist der Weg tatsächlich nach Süden? Das ist jetzt nicht der Ernst des Spiels gerade, oder? Oh Gott, wie unangenehm. Ja, ja, übrigens, der Weg ist eigentlich immer gleich. Es ist immer entweder geradeaus durch oder dann eben nach links. Ja, Arschlecken. Das ist wieder so richtig so einfach Karma, weißt du? Fresse aufgemacht, bäm, selber schuld, warum sagst du auch was? Wo wir dann wieder bei dem Thema sind, was ich vor einer Weile mal sagte, erzählt habe, ich kann ja einfach die Fresse nicht halten, ne? Mir rutschen dann ja manchmal Sachen raus, das ist echt nicht feierlich. Und dann, wie gesagt, meine Verlobte dann immer steht und sagt so, oh Gott, ich kenne den nicht, der gehört nicht zu mir. Und ich stehe dann daneben und feiere mich, weil ich das witzig finde, was ich gesagt habe. So, jetzt habe ich tatsächlich den Regenerationstrank gewastet, weil ich nicht drauf geachtet habe, auf welchem Slot ich den gerade liegen habe. Das ist natürlich sehr dämlich, aber hey, wir haben ja hier noch, ne? Wir haben ja hier noch davon. Passt ja. Scheißegal, haben ja.
So, Dille, hier haben wir den Weg nach da, dort haben wir den Weg nach da. Ein Kurzstab. Mal sehen, was der kann. Nur zweifach gesockelt, sonst nix. Oh. Brauche Mana. Nicht genug Mana. Nicht genug Mana. Oha. Oha. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Stirb. Nee, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Seid gegrüßt. Ja, seid gegrüßt. So, und tschüss. Ja, ich weiß eh, dass ich das nicht sockeln werde. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt angezogen habe. Es ist eigentlich dämlich gewesen. So, komm, machen wir so. Passt. Sodele! Auf geht's ins Verderben! Aber so. Passt. Mana-Trank, Heiltrank, Dolchmesser, Regi. Sehr schön. Alles, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Zack, 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 zack. So. Immer alles schön geordnet. Weil ich es einfach mag, wenn es geordnet ist in meinem Inventar. Es gibt auch Leute, die haben halt Chaos im Inventar, die stört das nicht. Aber ganz ehrlich, nee, ich mag das nicht. Das war gerade aber auch wieder. Halleluja. Eisenhut, schwere Stiefel, ein paar Tränke. Komm, nehmen wir alles mit. Die wasten wir mal eben durch. Die schweren Stiefel reparieren sich selber. 6, aber dafür 5 Giftwiderstand. Nee, tatsächlich behalte ich die nicht. Also ich benutze sie nicht. Der Eisenhut kann auch weg, weil ich die hier mit Giftwiderstand habe. Das ist mir gegen Andariel nachher doch erstmal lieber, wenn ich noch was anderes finde, ist natürlich besser. Aber Stand jetzt möchte ich dann doch erstmal lieber. Oh. Zitterrüstung. Erhöht ihren Verteidigungswert des Feindes, die bei ihm Treffer landen, erstarren und schädigt sie. Aha. Komm, ganz ehrlich, hallo? Gibt auch noch Schaden dabei? Dann nehme ich doch lieber die. Ich verblühe das nicht zu nehmen. So, und tschüss. Oh je, da sind wieder so viele. Ich mag das nicht, wenn diese ganzen Horden kommen. Und ich sollte wohl aufhören, eine Tür aufzumachen und gleich so rein zu rushen. Das ist ziemlich dämlich eigentlich, gerade als Zauberin. Hier sehen wir, dass zum Beispiel da unten ist schon wieder. Das sind schon wieder Monstermassen. Hier oben kommt. Oh, Alter, was ist hier los? Ciao. Oh, nee, 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 nee. Schnell weg, damit Amplisa nicht stirbt. Bleib Alter. ein Weilchen und hör zu. Was war das denn? Alter Falter. Der Orden heißt euch willkommen. Tschüss, tschüss. Alter, wo kamen die denn alle her? Das ist doch nicht normal. Heieieiei. Also das sind ja Monstermassen. Das ist nicht wirklich. Also ganz ehrlich, das ist wirklich nicht mehr feierlich. Nicht genug Mana. Ei, 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 ei.
Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also die waren gerade wirklich hart. Die waren, warte, knüppelhart. Ah, ich bin heute wieder witzig. Hier sind wieder Sondergegner bei. Champions. Oh, Alter. Hallo, tschüss. Das ist doch nicht normal, was die an Schaden raushauen. Mana-Trank, Heiltrank, 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 Mana-Trank, Heiltrank, Heiltrank. Ein Bücherregal, Schriftrolle, sehr gut. Das gefällt mir nicht. Die sind mir alle zu stark gerade. Boah, ich bin schon wieder die ganze Folge nur meckern. So. Hier dürfte dann gleich irgendwann der Horadrimalus kommen. Ja, Goleko, du mich auch. Was auch immer du gerade gelabert hast, mein Freund. Hier kommt der Horadrimalus. So, jetzt spiele ich mal die Zauberin, wie sich das gehört, als Fernkampf. Oh, geh weg! Wow! Das war der Schmied. Aber ich glaube, der fiese Teil kommt noch. Nee, okay. Ich hatte das gerade so gesehen, als wäre hier noch ein extra Gegner gewesen. War es aber nicht. Also alles gut. Alles kein Problem. So, da haben wir den Horadrimalus. Ich hoffe, Zack. die Schwestern wissen das zu schätzen. Ja, das will ich schwer hoffen. Ich bin ja hier gerade zweimal fast gestorben. So, bringen Sie den Horadrimalus zu Shazi zurück. Beziehungsweise wortwörtlich steht es genau andersrum. Und andersrum, da bringen Sie Shazi den Horadrimalus. Aber wir wissen alle, was gemeint ist. So. 10. 14 und tschüss. Langbogen. 3 bis 12. 1 bis 4 Feuerschaden noch dabei. Hallo. Danke. Schön. Meinen den Schaden von Amplisa mehr als verdoppelt. Sehr, sehr schön. Dann müsste es ja hier unten gleich auch weitergehen zur nächsten Ebene. Dann gehen wir da gleich hin. Da kommen wir nämlich zum Gefängnis. Im Gefängnis ist ein. Oh Gott, jetzt muss ich mal überlegen. Was heißt überlegen? Ich kann doch einfach nachgucken. Schön, euch zu sehen. Was identifizieren wir? Das Gefängnis Level 1 der Wegpunkt? Ja, komm, dann holen wir uns den Wegpunkt und dann beenden wir die Folge. Dann haben wir genug geschafft. Seid gegrüßt. Vielen Dank. Obwohl. Ja, komm, doch, wir holen jetzt den Wegpunkt und dann passt das. So, was haben wir denn Schönes, was wir mal verzaubern lassen können? Hatten wir uns da nicht was gesammelt? Der Kurzbogen war es nicht. Nee, hatten wir nicht. Okay, den Knüppel können wir auch nicht. Alles klar, warte mal, wir können mit dem Geld einzahlen. So, passt. Guten Abend. Handeln, Knüppel. Ciao. Zack. So, passt. Und weg. Nein, warte, hier, hallo. Es steht fest, dass wir es mit der Dämonenkönigin Andariel zu tun haben, die die Schwesternschaft der Jägerinnen ins Verderben gestürzt und ihr angestammtes Kloster entweiht hat. Es läuft nicht gut für uns, mein Freund. In uralten Horadrim-Schriftrollen ist aufgezeichnet, dass Andariel und die anderen niedrigeren Übel einst die großen Übel Diablo, Mephisto und Baal überwunden und aus der Hölle in unsere Welt verbannt haben. Sie brachten ungezähltes Elend und Leid über die Menschheit, bis sie schließlich in die Seelensteine verbannt wurden. Andariels Anwesenheit hier könnte bedeuten, dass die Kräfte der Hölle sich wieder hinter Diablo und seinen Brüdern versammelt haben. Wenn das stimmt, fürchte ich um uns alle. Ihr müsst sie besiegen, ehe das Kloster zum endgültigen Vorposten der Hölle wird und den Weg nach Osten für alle Zeiten versperrt. Oha, das klingt aber nicht gut. Und damit haben wir die Endquest für unseren Akt hier. Suchen Sie tief in den Katakomben des Klosters nach Andariels Lager. Jut, jut. Gehen wir erstmal ins Gefängnis und holen uns den Wegpunkt. Wenn hier Magie war, ist sie lang verschwunden. Und tschüss. Warte mal, einen Langbogen?
Einfach gesockelt nur. Also wenn ich da die Talrune reinmache, ich glaube, die Talrune war das mit Gift. 75 Giftschaden. Das wäre natürlich, also das wäre natürlich wirklich böse, ne? Aber nee, komm. Die spare ich mir lieber auf, die Talrune. Vor allem, weil es eben auch Giftwiderstand sein kann. Das werde ich hier gegen Andarien noch gebrauchen. Das heißt, ich werde es definitiv in eine Rüstung oder ein Schild packen. Ah, guck mal, hier geht's weiter zum... Alter, die Gargoyle-Fallen, ne? Die sind auch fies. Die sieht man nämlich immer so schlecht, weil es aussieht, als wären sie zur Map gehört. Ich setze hier mal ein Portal hin, damit wir hier schneller hinkommen, weil da geht es zum zweiten Teil des Gefängnisses. Da müssen wir auch noch lang. Ja, das hätten wir uns tatsächlich sparen können. Gut, hier haben wir den Wegpunkt. Ich würde sagen, ich mache es so, wie ich gesagt habe. Ich stelle mich noch eben kurz zum Lager, wie immer. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Es hat mal wieder Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Wie immer, ihr kennt das ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es nicht gefallen hat, gerne auch ein Dislike und schreibt mir dazu, warum es euch nicht gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.